Wir sind weiterhin in der Asklepios Klinik Nord, wo man sich neuerdings nicht die Hände schütteln darf. Und an meiner Seite habe ich jetzt die Melanie Budde. Sagen Sie, das ist ja eigentlich unhöflich. Warum darf man sich denn hier bei Ihnen nicht die Hände schütteln? Ja, wir haben uns dafür entschieden, weil wir mit verschiedenen Möglichkeiten versuchen wollen, die Erregerübertragung über die Hände zu verhindern. Und dafür ist eine Sache zum Beispiel, dass wir uns nicht mehr die Hände schütteln, den Patienten nicht, auch untereinander nicht. Da gibt es ja verschiedenste Maßnahmen, die man machen kann. Zum einen machen wir natürlich noch die Aktion Saubere Hände und eben unser neuestes Projekt, keine Hände mehr schütteln. Und der Hintergrund ist, dass auf unseren Händen so viele Bakterien lauern? Genau, die meisten Bakterien oder aber auch Viren werden über die Hände übertragen. Und deswegen wollen wir sozusagen möglichst vermeiden, dass irgendwelche Erreger von unseren Händen auf die Patienten gelangen. Das heißt, wie machen Sie sich denn die Hände richtig sauber? Wir desinfizieren uns regelmäßig die Hände. Hände waschen gehört natürlich auch dazu, aber das Wichtigste im Alltag ist die Händedesinfektion bei dem medizinischen Personal. Und wie reagieren die Patienten? Das ist ja eine neue Aktion. Ja, sie sind erstmal verwundert. Das ist natürlich erstmal komisch, ne? Aber wir klären die Patienten darüber auf. Wir haben dafür Informationsflyer. Und in anderen Kulturen ist es ja auch durchaus üblich, sich anders zu begrüßen als mit dem Händeschütteln, ne? Dann vielen Dank, Frau Budde. Wir machen jetzt auch unsere Hände sauber, desinfizieren sie gründlich und sehen uns dann gleich wieder bei Business TV.